2 Sterben nicht zu nahe zu. Abschnitt 7. 3 gekreuzte Pfade. Dritter Astralmond. Ich sag's euch, hier ist gerade ziemlich heiß. Es ist ein ziemlich heißes Wetter heute. Und es wird die nächsten Tage noch schlimmer. Da muss ich mal hier, da müssen wir gleich zweimal würfeln hier, ob ich das schaffe, diesen Part zu beginnen. Muss man Disadvantage würfeln, weil es so heiß ist. Müssen wir gleich mal die schlechtere Zahl wird genommen. Oh, das ist schon mal eine 9. Noch eine 9, oh je. Ja gut, das ist aber eine 10 ist die Mitte. Also da muss ich mich erstmal hier im Bild umgucken, muss erstmal gucken, was hier oben für ein Drache drauf ist. Das ist also so direkt. Muss ich mal darüber nachdenken, ob es vielleicht ein Weaver ist oder was das hier unten ist. Das ist auch eigentlich nur direkt da drauf klicken. Ja, komm, schaffen wir. Oha, die schon wieder. Zurück vom Abenteuer. Guten Morgen. Guten Morgen, Melly. Guten Morgen, Blaze. Was habt ihr heute so gemacht? Ach, nichts Besonderes. Einfach nur herumgebummelt. Ich habe nicht herumgebummelt. Wohl und voll viel gekoppelt. Klingt nach einem produktiven Morgen. Kann ich euch beiden etwas trinken anbieten, um den frühen Morgen zu genießen? Ja, bitte. Kannst du mir etwas Cleveres machen mit Glitzer? Natürlich. Etwas mit ganz viel Glitzer. Glitzer hat nur hier zum Beispiel. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir das jetzt weiter clever hinkriegen. Da dürfen wir natürlich nichts, also wenn wir den das hier haben wollen, da gibt es automatisch ein Plus in bei Geschwindigkeit, wie war das? Daher darf da schon mal nichts, was hier nur Geschwindigkeit braucht. Okay, jetzt braucht immerhin ein bisschen was. Also ist ja 3. Es darf nur der hier. Okay. Kommen wir hier die. Nein, das geht plus. Zur falschen Seite. Das wird gehen. Ein bisschen eisig. Hast du nur mehrere Sachen reinmixen? Können wir das? Mal hier das. Und dann noch das dazu. Nee, jetzt. Nimmt sich wieder weg. Schade. Was sind denn diese Muster hier auf dem. Der Plattform. Das geht nicht. Wir könnten sowas hier reinmachen. Wir könnten, da hätten wir hier schon. Und hier so ein bisschen mixen. Und hier wollen wir noch ein bisschen beteiligen, um es zu nullieren. Und Charisma ein bisschen. Ein paar Tropfen. Super noch was Älteres. Wieso glitzert es so? Ihr seht, das ist wohl sehr glitzerig. Ja, also die Keeper-Karte hat jetzt
ein Gespräch mit er benannt. Ich habe ihm jetzt sie gesagt, aber ja. Auf dem Discord-Server steht Any Pronouns. Discord-Server von Tavern Talk. Clever und glitzernd für frisch auf den Tisch für dich. Danke, das ist genau der die richtige Menge glitzernd. Freut mich zu hören. Und was darf es für dich sein, Blaze? Nichts. Also gut. Hat der Umhang bereits seinen Weg nach Hause gefunden? Ja. Der Vampir war dankbar, aber melancholisch. Es schien, als hätte dieser Umhang alte Wunden wieder aufgerissen, die... Auf mich hat er sehr glücklich gewirkt. Das sollte er sein. Der Umhang passt zu ihm. Viel für ihn gemacht, nicht wahr? Das war voll spannend. Ich habe einen echten Vampir kennengelernt. Aber seine Fangzähne waren kürzer, als ich dachte. Ich habe gedacht, dass die wären groß wie bei einem Säbelzahntiger. Aber sie waren viel, viel kleiner. Das geht vielen so. Wo habt ihr ihn gefunden? Am gefallenen westlichen Tor. Es war ein tragischer Anblick. Es war ganz okay, ein wenig bröckelig. Sie können es nicht so schnell wieder aufbauen, weil jede Nacht riesige Wildfeuer-Ducks auftauchen. Die essen anscheinend gern Sternschnupp. Kennst du dich gut mit riesen Wildfeuer-Dachsen aus, Manny? Jetzt schon? Hast du einen von ihnen befragt? Nein, sehe nicht viel. Elaidia hat mir alles über sie beigebracht. Nachdem du sie eine Stunde lang beschattet hast. Ich habe sie nicht beschattet, ich habe ermittelt. Und worüber denn? Madame Anvor, den Vampir oder das westliche Tor? Alles drin natürlich. Ich habe die letzten Tage alles gegeben, um das Rätsel der gefallenen Sterne zu lösen. Und das war total aufregend, das westliche Tor genau untersuchen zu können. Aber als ich einen Vampir sah, der mit einem Zwergen und einer Seraph Klerikerin unterwegs war, wusste ich, dass ich auf der richtigen Fährte war. Es war eindeutig, dass die Gegend nach Spuren abgesucht wurde, genau wie ich. Natürlich wusste ich nicht, ob sie ihre Erkenntnisse mit mir teilen würde, oder wie tief sie selbst in dieser Verschwörung versteckt sein würden, also entschlossen wir uns, sie zu beobachten. Wir haben sie aus unseren Verstecken heraus observiert und ihren Gesprächen zugehört. Und die meisten gingen nur um die Qualität von Spitzhacken. Aber wir haben weiter aufgepasst. Wir? Ich und der mysteriöse und stille Blaze. Er ist jetzt mein teurer Assistent. Das bin ich nicht. Es ist schön zu sehen, wie ihr beide zusammenarbeitet. Ihr seid ein tolles Team. Wir sind kein Team. Dankeschön. Also hat das Belauschen keine neuen Hinweise zutage gefordert? Nö, diesmal nicht. Wie bist du dann an den Zoologieunterricht gekommen? Ich muss besser im Schleichen werden. Das ist eine Untertreibung. Sie ist auf jeden Ast getreten und hat jeden Stein mitgenommen. Es war ein Wunder, dass sie uns nicht schon früher bemerkt haben.
Ihre Wahrnehmung war an diesem Tag wohl nicht die beste. Möglich. Die der Wildfeuerdachse war jedenfalls hervorragend. Sie hat drei von ihnen auf uns aufmerksam gemacht. Das klingt furchterregend. Weiß gar nicht. Also, sie waren größer als wir und hatten glühende rote Augen und scharfe Reißzähne. Aber das war okay. So was passiert bei Ermittlungen manchmal. Und Elaitia war da. Sie hat uns gerettet. Sie hat sich zwischen uns in diese Monster geworfen. Sie haben Feuer auf sie gespielt, aber das hat ihr überhaupt nichts ausgemacht. Und sie hat sie alle in die urtümliche See zurückgeschickt, ohne einen Kratz abzubekommen. Da kommen sie endlich her. Wusstest du das? Ich weiß es jetzt. Und sie können 800 Mal so gut riechen wie wir und mit Stäbchen essen. Das hat sie uns erzählt, nachdem sie uns angeschrien hat, weil wir fast getötet worden wären. Das war voll cool. Es klingt ziemlich cool. Hat sie ihre Erkenntnisse mit euch geteilt? Nein. Sie hat uns nie gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und dass ich meine Schleichkünste verbessern muss. Oh. Nicht wie dieses Gesicht. Und wirst du das tun? Ja. Blaze hat einen Boden, um mir zu helfen. Hat er das? So. Es war einfach nur peinlich anzusehen. Das war es bestimmt. Hattest du Angst vor dem Wildfeuerdachsen? Nein, ich habe zu viele schreckliche Kreaturen gesehen. Wenn du ihn mit Angst im Herzen begegnest, wirst du schneller tot sein als... Moment, du hast schon mal Monster getroffen? Was für welche? Welche magst du am liebsten? Was war das erste Monster, das du je getroffen hast? Hat es versucht, dich zu fressen? Natürlich habe ich schon Monster gesehen. Sind schon eine lange Teil meines Lebens. Zu lange. Die Schatten sind voll von ihnen. Wirklich? Das ist gruselig. Das ist es. Also, waren die ersten Monster, die du je gesehen hast, Schattenmonster? Nein, etwas viel Schlimmeres. Was hast du denn? Könnte ich doch Eindringlinge bekommen, diese Worte. Sie fallen mir schwer. Natürlich dasselbe wie letztes Mal. Ja. Mal sehen, ob ich etwas finde, was dich charismatischer macht. Dann müsste doch hier irgendwo was sein. Ich muss kurz in deine Rezepte nachgucken. Charisma. Da hätten wir einmal den hier und einmal den hier. Jetzt machen wir das hier. Diesmal. Ich hab gesagt, das letzte Mal. Also, ja, das war's, glaube ich. Das haben wir gemacht. Viel Charisma. Wait. Jetzt machen wir auch eine Zutat nochmal dazu. Etwas, was Charisma oder. Obwohl wir könnten vielleicht so ein Plus bei den jetzt brauchen. Ne? Ich glaube, das würde gehen. Kristall können wir reinmachen. Achso. Steht hier schon. So, hier ist Minus, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal einmal Stärke. Und noch einmal ein
davon. Schlägermeister. Mit extra Kristall. Genau, was machen wir nochmal? Unsichtbarkeit. Das kann ja den Charakter durchaus. Das müssen wir uns auch nochmal durchlesen hier. Die wollen wir nicht haben. Ich glaube, zu Silvio und zu den anderen Rest haben wir noch nichts. Im Zweifel machen wir es ganz zum Schluss. Bitte sehr, ein Special. Wie hieß das, Schlägermeister? Ein Ding für dich. Danke. Gefällt er dir? Es ist akzeptabel. Das heißt perfekt auf Blesisch. Also, wo war ich? Ach ja, die Monster aus den Schatten. Als ich jünger war, schloss ich mich den Schattenschlechtern an. In mir brannte der Wunsch, mich zu beweisen. Das heißt, dass in den Tiefen der Felsmitte einer Gebirgskette im östlichen Fisua große Schätze verborgen liegen. Truhen voller Glockengold und Geschmeiden. Und ich hatte einige Schulden angehäuft. In der Hoffnung, ein paar Juwelen zu finden, begab ich mich in die tiefsten Abgründe. Doch diese Abgründe wurden von schrecklichen Kreaturen bewacht. Bleiche Schleicher aus dem Abgrund des Zwielichts. Grausame Kreaturen, die völlig zu Recht mit dem Albtraum weit assoziiert werden. Sie fressen für gewöhnlich Felsen und Edelsteine, mit Knochen haben genau die gleiche Konsistenz. Meine Waffen prallten wirkungslos an ihnen ab. So lenkte ich sie mit einem Edelstein ab, die ich zuvor mitnahm. Doch es war knapp, zu knapp. Ihre verdrehten Hörner und ihre schnabelartigen Mörder suchen mein Albtraumheim. Die klingen total niedlich. Sie waren nicht niedlich. Sagst du, vielleicht sehe ich eines Tages mal welche. Bete, dass du das niemals tust. Bricht Freischalt Albträume ohne Schatten? Nein, danke. Puppenspiel-Achievement. Haben wir eine Quest erfolgreich abgeschlossen? Gastwirte, was zu trinken, wenn ich bitten darf? Kommt sofort, Lynn. Einen bestimmten Wunsch? Das Übliche. Etwas Starkes und Kräftiges. Genau. Etwas Starkes und Kräftiges. Das war doch der Tropenpunch, oder nicht? Das war doch der Standardgetränk. Da haben wir noch ein anderes. Ne, das ist der Punch, wie immer. Okay, können wir hier ein bisschen. Ne, können wir nicht. Okay, Chili könnte vielleicht irgendwie. Ja, das könnte. Ein Chili rein. Dann muss aber ein bisschen Intelligenz mit dazu. Um das negativ auszugleichen. Charisma. Und viel Stärke. Truppenpunch mit extra Biss. Tada, ein Trink mit extra Chili. Du hast eine seltsame Definition von stark. Stärke liegt im Auge des Betrachters. Dann brauchst du eine Brille.
Sag mal, Gastwirtin, hast du in deinem Rezeptbuch Platz für ein weiteres? Natürlich, hast du eins für mich? Zufällig ja. Hat meine Baba früher immer getrunken. Mein Abenteuer hat mich an sie erinnert. Ein neues Rezept. Matrosenmaß. Aha. Danke, Lynn. Nun, da du unverletzt und bei einigermaßen guter Laune in meiner Taverne auftauchst, schätze ich, dass du die Begegnung mit der Reaver-Chimäre überlebt hast. Offensichtlich. Herzlichen Glückwunsch. Bist eine Chimäre begegnet? Oh, toll. Bin ich und dem Tod entkommen auch noch. Du oder die Chimäre? Wir beide. Cool. Bist du Monsterjägerin? Ja, aber dieses Mal habe ich keine Monster gejagt. Ich bin Zermin. Und du? Maddie, die beste Detektivin der ganzen Welt. Und das hier ist mein treuer Assistent. Hat dein Assistent auch einen Namen? Malachit. Immer diesen Namen. Wie viele Zweit- und Namen hast du noch? Verstehe. Du bist an Chimären interessiert, Manny. Ich bin an allem interessiert. Aber vor allem an Chimären. Wenn du möchtest, kann ich dir Gastwirtin hier und deinem Assistenten erzählen, wie ich einen überlistet habe. Oh ja. Das interessiert mich auch. Na gut. Alles klar. Dann hört mal zu. Die Gastwirtin hier hat mich auf eine Quest geschickt, um etwas Speichel von der Reaver-Chimäre im Mangrovenmorast zu sammeln. Die Kernzutat für Sonnencreme für einen Vampir. Verstehe, das macht Sinn. Aber die Marschen sind das Terrain der Chimäre. Mit so einem Heimvorteil wäre ein Kampf unnötig gefährlich. Also entschied ich mich für die heimliche Route. Mein Baba hat immer gesagt, dass Chimären Cleverness respektieren. Bin nicht wirklich die Taktikerin vor den Drachen, aber dachte, wenn ich scheitere, finden sie das vielleicht unterhaltsam genug, um mir trotzdem zu helfen. Ich musste mir natürlich was Cleveres überlegen, also habe ich das einzigsinnig getan. Mit Namux gesprochen. Einer Maus. Eine Maus. Hab eine gefunden, die den Marsch, die in den Marschen lebte. Ihm eine Menge Käse angeboten, wenn er mir hilft. War ziemlich schnell überzeugt. Warum eine Maus? Chimären haben Angst vor Mäusen. Das weiß doch jedes Kind. Genau. Dachte, wenn sie Angst hat, nützt ihr drei Hörner auch nicht viel. Die Kernzutat für Sonnencreme für jeden Vampir. Das kannst du. Normalerweise nicht, aber ihres Drinks hier haben so ihre Vorteile. In der Tat, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, die Unsterblichkeit gegeben zu haben. Da stand Unsichtbarkeit, nicht Unsterblichkeit. Aber gut. Ich meine, mit Unsichtbarkeit kann man manchmal auch unsterblich werden, aber ja gut. Unsichtbarkeit ist vielleicht etwas viel gesagt. Aber die Geistesschärfe, die du mir gegeben hast, hat mich an etwas erinnert, was Oma mir erzählt hat. Chimären haben Probleme damit,
Grüntöne auseinander zu halten. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Bin recht gut im Camouflage. Also dachte ich, ich mache da was draus. Hab mir etwas Unterholz, ein paar Äste und Blätter besorgt und Kleber aus Baumharz und Spucke gemischt. Spucke? Spucke hält fast alles zusammen. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Mach ruhig. Und daraus habe ich mir dann einen Camouflage-Mantel gebastelt. Ein wenig Schlamm ins Gesicht und los ging's. So getarnt ging die Maus und ich zur Chimäre. Hat in einem schlammigen Flussarm gelegen, zwei seiner Köpfe in der Diskussion über die Unverletzlichkeit des heiligen Kanons vertieft. Was für Köpfe hatte sie? Außer dem Drachenkopf. Ganz klassisch. Löwe und Schlange. Natürlich haben sie uns gehört. Schienen zuerst ziemlich neugierig, aber erstarrten vor Schreck, als sie die Maus sahen. Sah ganz schön mächtig aus mit dem kleinen Zauberhut. Hab direkt hinter ihr gestanden und dafür gesorgt, dass ihre Schritte mächtig klangen. Und die Camouflage hat funktioniert. Bin in dem ganzen Grün und Braun der Sümpfe kein bisschen aufgefallen. Aus der Nähe war es ganz klar, dass die Chimäre ihre Angst vor der Maus verstecken wollte. Also habe ich losgelegt. Die Maus, naja, eigentlich ich, aber das war kaum ein Unterschied. Hat sich als mächtiger Magier vorgestellt. Und erzählt, dass er nach Spruchkomponenten für einen Zauber zum Wechsel zwischen den Ebenen sucht. Dass er bereit wäre zu kämpfen, aber bereit wäre zu verhandeln, wenn der Chimäre ihr Leben lieb sei. Hab ihn sogar auf meine Hand genommen, damit es aussieht, als ob er schwebt, um ihn mächtiger wirken zu lassen. Zum Glück war die Chimäre sofort bereit, auf das Angebot einzugehen. Hat aber kurz mit sich selbst gestritten, ob sie nicht lieber flieht. Die Schlange wollte zuerst kämpfen, bis die Maus geknurrt hat, also ich. Und so hat der große Mäusemagier seine Bedingungen klar formuliert. In Eimer Spucke. Und er lässt die Chimäre auf ihm in Frieden. Hat geholfen, dass er den Eimer direkt heraufbeschworen hat. Ich wäre fast ausgerastet, als die Chimäre sich noch mehr mit sich selbst gestritten hat. Aber dann hat sie schließlich zugestimmt. Hat den Eimer erschreckend schnell mit Spucke gefüllt. Und so flog der Mäusemagier davon. Zufrieden, dass er Blutvergießen vermeiden und die Spucke einsammeln konnte. Und hat versprochen, sein Wort zu halten. Was für eine List. Unglaublich. Hab wohl doch ein wenig von Barbas Grips und ihrem Charme geerbt. Mir nur ein wenig, würde ich sagen. Reden wir es uns nicht zu schön. Und als wir außer Sichtweite waren, habe ich natürlich meinen Teil der Abmachung eingehalten. Hab mich bedankt, die Tarnfarbe und alles weggewischt und der Maus einen Riesenhaufen Käse gegeben. Kekse ist bestimmt auch gut, aber... Aber wie konnte die eine Maus so viel Käse überhaupt tragen? Tja, er war wirklich ein Magier. Hat eine kleine Taschendimension erschaffen, in der er den Käse aufbewahren konnte. Ist mit dem Käse verschwunden und hat nur diesen lächerlichen Mut zugelassen. Und ich wollte ihn noch fragen, warum er nicht eher was gesagt hat. Wegen dem Magier-Ding, meine ich. Typisch Maus mit Zauberhut. Ich verstehe. Ich bevorzuge ja Detektive unter ihnen. Ich auch. Danach dachte ich, alles wäre klar.
Aber dann spürte ich plötzlich heißen Atem in meinem Nacken. Und wie ich mich umdrehe, blicke ich der Vivian-Chimäre mitten in die Augen. Und würde wohl wissen, wohin der Magier verschwunden ist, damit sie einen Ort aufsuchen kann, wo sie sicher vor ihm ist. Dachte schon, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Aber Barbara hatte recht, sie mögen clevere Tricks. Es war sie nicht wütend? Nein, amüsiert, sondern beeindruckt. Und weil ich ihr die Woche versüßt habe, hat sie mich leben lassen und mir einige seltsame Worte mit auf den Weg gegeben. Seltsame Worte? Seltsamer als ein sprechender Drachenkopf. Die meisten Drachenköpfe sprechen doch, oder? Keine Ahnung. Vielleicht sprechen sie immer Prophezeiungen aus. Prophezeiungen? Das ist das, was sie mir gegeben hat. Sagte, Hoffnung ebbt, Hoffnung steigt auf. Der letzte Faden wird bald verwoben. Ein Held begräbt, was einst war, und betrauert die Toten. Klang für mich nach viel. Blasphemie. Hab nicht gesagt, dass es nicht echt ist, aber muss das immer so ein Rätsel kommen? Das versteht doch keiner. Das ist der Sinn von Prophezeiungen. Sie müssen nicht interpretiert werden. Wenn die Zeit reif ist, versteht man sie von selbst. Von welchem Helden glaubst du, hat sie gesprochen? Keine Ahnung. Bestimmt von dir. Ich bin kein Held. Vielleicht doch. Vielleicht doch, denn. Weißt du, was ausgesprochen heldenhaft von dir wäre? Was denn? Wenn du diesen Eimer mit Spucke zu Kay bringst, ich bin sicher, dass er sich unheimlich freuen wird, wieder in der Sonne wandeln zu können. Zu faul, um selbst zu gehen? Mein Reich ist mein Taverne. Du hast bessere Chancen, ihm zu begegnen. Na gut. Schätze, ich schulde deinem Blutsauger was, dass ich so einen Abenteuer erlebt habe. Hattest du Spaß? Es war spaßig? Ja, das kann ich wohl zugeben. Ich würde nur meiner Baba zu gerne davon erzählen. Aber du warst ein guter Ersatz, Gastwirtin. Danke, ich gebe mein Bestes. Jemand einen Plan, wo ich diesen Vampir finden kann? Ich habe ihn zuletzt am Westtor gesehen. Feuerfest, wie du bist, solltest du da keine Probleme haben. Ich weiß, wer hin ist. Ich habe zugehört, als er darüber gesprochen hat. Und? Sagst du es mir? Ein Handel. Ein Tauschhandel, meine ich, für die Info. Und was möchtest du? Kannst du mir beibringen, wie man so ein großes Schwert führt? Das ist alles? Klar, jetzt? Hast du jetzt Zeit? Natürlich, das könnte aber etwas dauern. Kein Problem, ich habe auch Zeit. Einverstanden, ich bringe dir die Grundlagen bei und du sagst mir, wo ich diesen Papier finde. Yippie! Aber nicht hier in der Taverne draußen. Im Vorhof, bei den Bänken. Das ist da geht da drin, geht draußen hin. Nicht hier die Einrichtung zerstören. Natürlich nur, wenn dein Assistent nichts dagegen hat. Mir egal, nicht mein Problem. Na gut, Kleiner, dann wollen wir mal. Können wir den Vorhof nutzen, Gastwirtin? Wie gesagt, draußen, bitte. Natürlich, tobt euch aus, da draußen. Werden wir tun. Kommst du mit, mal? Nein, ich bleibe hier und trinke noch etwas. Okay, wenn du möchtest, kannst du gerne später dazukommen. Ich kann es kaum erwarten, das wird sicher nützlich bei meinem Abenteuer.
Hast du noch ein paar Questen, auf die ich später gehen kann, damit ich mein Schwert und Schleichkunst üben kann? Bisher nicht, aber ich bin sicher, dass ich bald etwas reinbekomme. Bis dahin warte einfach geduldig ab. Das wird so cool. Ich werde jedes Hindernis mit Schwertern schleichen und Hirnschmalz überwinden. Ha! Ganz bestimmt. Aber jetzt muss ich üben. Bis später.